Sonst gibt's morgen keins zu essen, Perry. Ich hab heute schon nichts gegessen, ne? Aber ich kaufe mir morgen. Da kommt ein M2-Boot. Was? Da kommt ein M2-Boot. Südwesten. Das ist eine von uns? Wahrscheinlich keine Ahnung, nicht. Versteck dich. Guck dich hin. Hallo. Da sitzt einer am Geschütz. Oh fuck, wir sind so tot. Räumen wir nach rechts, räumen wir nach rechts. Och nein, bitte nicht. Oh, er zielt. Nee, er zielt nicht. Jetzt zielt er. Der guckt aber in unsere Richtung. Rutsch mal ein bisschen um. Er ist stehen geblieben. Nee. Oh nein. Guck dir das mal an, wie behindert das ist. Das wäre so fail, wenn die uns finden, ne? Nein, geh weg! Noch ein Stück. Nein, geh weg! Ey, es gibt einen Bug, dass du unter Wasser gehen kannst, ne? Dann bist du sogar unsterblich, das war schon immer so. Ja. Bau schnell das Fundament, Perry. Oh, ich hoffe, die kommen nicht nochmal zurück. Boah, das ist so lächerlich, was wir hier machen. Das ist einfach so lächerlich. Ich kann das Fundament nicht bauen, ja? Wir müssen erstmal Steine holen. Oh. Really? Ja, warte. Aber das ist nicht weit weg von hier. Oh mein Gott, Mann, das wäre so scheiße gewesen, wenn wir abgeknallt wurden. Wer fährt mit dir? Ich fahr mit dir. Ach so, ja, müssen wir jetzt noch fahren. Ja, dann natürlich Menschen alle, ne? Alle oder ja, keiner. Was noch nur drei, ne? Bevor das Boot zurückkommt. Ja, sonst müssen wir hier wieder zum Hintergrund. Zum Glück müssen wir in die andere Richtung. Geht's euch rechts oder links zum Trader? Was ist das denn? Boah, da haben wir Glück in. Das ist die beste Taktik immer, ja? Das ist die beste Taktik. Also, wir rutschen. Hey, Namen spielen. Rohr gruschen. Oh mein Gott, das Boot ist hinter uns! Nein! Halt ganz schnell, fahr einfach aufs Land drauf und gleich verteilen. Es hat keiner Hallo gesagt oder so, ne? Also kein Zuschauer. Nee, nee. Komm schnell. Oh. Nein. Du hast das Boot geflippt. Egal. Egal. Ich bin im ersten Baum. Ich baller die ab, ja? Wenn die nahe kommen, ja. Ich kann die auch von jetzt abballern. Oh, ich hab einen Stein gefunden. Aber ein Tanne gibt dir keine Deckung vor M2, ne? Ja. Oh, wenn die jetzt das Boot zerschießen. Nein. Ich sind 100%ig Ja, die schießen. Schießen. Medic fast. Alter, die Hitbox ist richtig behindert vom Boot. Lass weglaufen. Stream Sniper Pool, das ist aber die richtige Stream Sniper Pool. Hat dir das Boot kaputt gemacht? Nein. Haben einmal getroffen, ey. Sind die weg? Ja, hab den Fahrer immer getroffen. Ich kann halt nicht besser. Bleibt ihr hier unten? Ich geh schnell Steine holen. Ja. Ja. Als ob die auf einmal so umdrehen. Okay, die haben aber nicht angehalten, die sind weitergefahren. Doch, die haben hinten angehalten. Die werden wahrscheinlich zu Fuß kommen. Ich gehe den Kampf ein, dann beschaffe ich euch Zeit. Aber wenn die den Stream gucken, dann wird's böse. Ja, wenn das Stream-Sniper wären, dann wären wir eben schon gestorben. Als wir hinter dem Boot lagen. Es kann sein auch, die haben sich nur verbunden. Also bandagiert.
Der kann auch sein, weil ich habe den Fahrer auf jeden Fall zweimal getroffen. Aber mit dem Gunner weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall ein Boot am Land. Ich weiß nicht, ob die da sind. Ich sehe halt. Aber das Boot kommt, glaube ich, auch nicht mehr weg. Welches? Das ist unter der Brücke ungefähr ein Boot. Das könnten die sein. Weil die müssen sich ja bandagieren, ne? Ich weiß nicht, ob Origins das im Auto. Ob das also im Auto geht bei Origins. Nee, glaub nicht. Aber ich sehe. Egal, wenn. Ich guck ein bisschen in die Richtung, wenn die durch den Wald kommen. Nee, ich block die ja ab. Wenn, dann kommt die von oben aus dem Wald, weil dann habe ich keine Chance. Ja, meine Rucksack ist mal komplett voll. Okay. Komm einfach schnell wieder runter. Ich schmeiß einfach das ganze Zeug einfach weg. Also ich lasse sie auf keinen Fall passieren. Komm, ich hab jetzt nur die Steine mit fürs Fundament gleich eröffnen. Um zu sehen, ob wir das überhaupt bauen können. Oder ob wir wirklich eine Toolbox brauchen, weil ich befürchte, dass. Das ist ja so scheiße, ne? Leider nicht die beste Waffe für den Nahkampf. Ich komme jetzt wieder runter. Okay. Hast du genug Steine? Ja, für Fundament. Okay. Wer will Holz hacken? Ich kann es machen. Aber ich habe keinen Platz. Aber warte, ich lege mal ein bisschen das Brot ab. Ich esse und trinke mal. Bisher haben wir noch was zu trinken. Im Boot sollte eigentlich noch was geben. Soll ich da Reinforcing Material reinlegen? Ja, ich habe auch noch einen. Ja. Ich lege da mal eins rein. Wenn ich das hier angehen könnte. Ja, es dauert immer kurz. Jetzt geht's. Oder nein, warte. Ich kann den Blut geben. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. So, Reinforcing ist drin. Da habe ich nicht mehr Platz. Die anderen Sachen lege ich jetzt hier ab. Wie viel Holz brauchen wir da drin? Ja, ist schon gut. Ist schon, also 25. Guten Morgen, Blacklist Gaming. Haben wir 25? Müssten wir eigentlich mit dem, was ich aufgehoben habe und ihr? Oder okay, wie ich bete, ihr? Ich bete. Dann gleich steht Toolbox, ne? dann schieß mir bitte in meinem Arsch rein hier. Die zwei Holz noch. Alles klar, durch die Daumen. Ja, man braucht nur eine Headshot. Nur eine Headshot. Und ein nur eine Headshot. Es geht! Es steht schalalalala. Ein Wein und Welzen. Beinbruch. Oh nein, nicht die Beinbruch. Nicht die Beinbruch. Daniel, wie viel okay, Blut hast du noch? Ich muss noch mal leveln. Ich hab nur eine Hälfte, also. Mal guck mal, ich hab schon verbunden. Make bandages after gaining sprints, practicing bandages out of clothes. Hab ich doch make bandages? Ja, du kannst Bandagen herstellen, ne? Ja, aber wie denn? Keine Ahnung. Ich glaube auch aus den Stoffdingern oder so, wenn du mehrere davon hast. Ja, aber ich hab rechtsklick keine Option dafür gehabt. So, um Mitternacht kann ich's fertig bauen. Ich hab keine Option dafür gehabt. Alles klar, jetzt gehen wir ein Auto machen, Sotte. Okay. Ja, wir brauchen nur Sprit, dann können wir Badewannenmobil oder so eine Feuerwehr da wegholen. Also ich pack jetzt mein, ich hab Entrenching Tools hier reingepackt, weil dann haben wir alles. Okay. Aber Perry, du musst mir ein Blatt weggeben. Okay, dann können wir jetzt looten gehen, oder? In der Stadt. Mit. Ein Auto. Ja, ja, ich nehme Reifen und so mit. Ja. Ich kann auch was mitnehmen. Du brauchst übrigens gar keinen Wagenheber, ne? Du brauchst nur dieses Adjustable Range. Boah.
Und wie ist denn der Wagenheber? Kann ich das nur sehen? Ah, für Engine brauchst du zum Beispiel auch den Screwdriver Set noch zusätzlich. Den habe ich, glaube ich, sogar. Ja, habe ich auch. Hat jemand die alte Zange? Nee, ich hab den nicht. Bin ja eh neu gespawnt. Wofür braucht man die denn? Für Fuel Tank. Und für Buddy braucht man den Hammer. Och nein, Perry, jetzt kommen übel viele Zombies. Check. Nee, ich hab den nicht. Ich hab den nicht. Hat keiner die von uns? Steck ein, Daniel. Warte, ich komm. Kann der schon fahren? Ja, sieht ein bisschen kaputt aus, aber ist fahrbereit. Könnt ihr die Straße, wenn ihr zur Straße guckt, nach rechts fahren? Ja, wir müssen erst tanken. Wir tanken eben. Okay, dann gucke ich, ob ich ihn ein bisschen looten kann. Ist aber wohl alles so orange, ne? Ja, das ist aber halt, ne? Das ist so realistisch, weißt du nicht, dass das alles so einmal full repaired ist, sondern dass das so kaputt ist. Guck mal, wäre eine Zombie-Apokalypse? Ich glaube, wie hoch ist die Chance, dass du überhaupt ein Auto findest, wo Schlüssel stecken? Außer du hast ja zufällige Begabung und weißt, wie man den kurz schließt. Aber ich bezweifle mal, dass das irgendjemand kann, außer... einen Mechaniker. Warte, ich rutsch mal eben rüber. Hälfte. Oh. Dr. Ivan. Umbringen. Lock dir mal zur Feuerwehrwache, wenn du kannst. Oh shit, warte. Ja, wir kommen. Kann man den umfahren? Ja. Steht denn auch vom ersten Mal oder musst du öfter drüber fahren? Ich nicht. Oh, okay. Bum. Lass dich nur auf keinen Fall schlagen. Egal was passiert. Wo genau bist du denn? Einfach der Straße entlang. Ihr werdet sehen. Jo. Da bin ich. Der ist im Haus hier drin. Also ich locke erstmal. Wir können den in die. Ja, da kommt der. Lass uns den mal hier reinlocken. In die Kirche. Der Ghost Perry. Wir schießen jetzt hier einfach mal ein bisschen. Aber das ist der erste Ivan, den ich sehe. Genau. Ivan ist aber hinten geblieben. Was soll den? So, kommt. Jetzt kommt er. Wir sind hier viele Zombies. Hört mal die Priester schnell. Lauf einfach durch. Komm auch hier. Ja, oh, da ist er. Ah, da kommt er. Immer schon im Kopf. Steht die anderen Zombie? Loote schnell, sonst schießt man der Mucke. Loot einfach Mucke, wir töten die. Blueprint Hero Level 2. Nice. Sehr nice. Und was für ein Tool? Zaki Fini, hast du nicht gesehen, Burks. Okay, warte, alles gut. Irgendwas mit Works. Kein Tool, da war kein Tool drin. Sah aus wie eine Arbeit, warte, ich guck mal. Das kannst du vielleicht nutzen und zum Researchen. Ich darf nichts wegpacken, das heißt, ich trinke erstmal Drink. Noch ein Sandwich, das ist auch nochmal hinterher. Blueprint behalten wir und Scientific Works. A stack of old books. The pages are very dusty and damaged. Gucken wir mal. 3.3 gefunden. Master Med Protect. Alter, das muss aber gut aus. Ach, das dann kriegt man die wahrscheinlich auch noch von der Bindung. You will become a full doctor with a master degree. Lol.
Aber das kannst du wahrscheinlich nicht benutzen. The book is too complex for you right now. Okay, ich muss ihn. Das kann. Die Ivans, die spawnen gar nicht mehr, ey. Guck mal. Ja. Das Zeichen. Guck mal, da hinten sitzt auch einer drauf. Wie geil ist das denn? Lol, wir können die 2 mal fahren. Geil. Guck dir das mal an. Lol. Nein. Lol, das ist doch Klappsitz. Lass mich da hin. Ich will da hin, ich will da hin. Right als back. Wer will kaufen? Wer will kaufen? Du musst an der Seite einsteigen. Ja. Das. Wer will den dritten? Ja, ich sitz da hinten jetzt. Ey, die Tuse soll sich dann nochmal hinsetzen. Setz dich dann nochmal hin, Tuse. Mädel, setz dich mal hinten hin. Okay. Alle wollen Trecker fahren. Alter, wie geil ist das denn? Hammer. Läuft. Mega cool, Mann. Ja, Mann. Vorher war der Traktor immer so ein Solo-Fahrzeug. Leute, guck mal, Luca, der hat den Patrick. Wir haben jetzt SpongeBob und Patrick hier. Luca, ich hab Patrick dabei. Stellt euch mal nebeneinander, stellt euch mal bitte nebeneinander. Boah, ich will Screenshots machen. Mit der Tuse noch so, genau. SpongeBob, setz dich mal neben mich. Best friend. Best friend, sagen die. Geht mal nochmal näher zusammen. Geht mal nochmal näher zusammen. So geht nicht wegen dem Kopf, so. Guck dir das mal an, wie geil ist ein Nurse mit. Ey, das ist richtig geil gemacht. Warte. Komm mal mit. Schwarz angekleidet. Komm mal mit. Ihr Beinen. Wir gehen zum Wasser. Ey, wie geil ist das denn? Das mit dem. Ich will das haben, ich will das als Facebook oder so, als Titelbild haben. So. Best Friends. Kann man auch beides machen, sowohl Mechaniker als auch. Ja. Ah, das wäre auch cool zu wissen. Zombies. Ja. Achtung, aussteigen, Zombies. Warte, guck mal rum. Perry, bleibst du im Auto oder bist du auch schnell ausgestiegen? Ich bin noch nicht ausgestiegen. Ich würde sagen, Auto verstecken wir hier oben, ne? Naja, ich hab's hier hinter so einer Säule versteckt. Also die meisten Zombies sind Richtung der Schule und diesen Fake-Krankenhaus. Bleibst du hier ein bisschen passiv, Perry? Oder? Kann ich machen, ja. Ah, ich rush diesmal nicht so. Hab zu wenig. Zwischen der Schule? Das Gute ist, wir haben ein sehr leises Auto. Wo ist denn die Schule? Die ist hinter diesen Medic-Dingern. Also hinter dieser Military Base, der kleinen. Ja, stimmt, das ist extrem viel Military. Da ist sehr viel Industrial auch, ne? Ich versuche den mal zum Zingeln. Ist hier irgendwo Loch und Zaun? Ja, hier vorne war direkt eins runtergefahren. Ja, ich gehe mal von der Seite. Vielleicht finde ich hier unten ein Loch und Zaun. Ich hoffe, man kann hier hochgehen. Okay, ich sehe die Schule. Aber wieso waren hier vorne? Hier vorne musste auch irgendwo einer sein. Es waren auch schon hier vorne zum. Da unten läuft einer am U-Boot. Ah, das sind die beiden. Drei. Ja, drei. Die sind unten am U-Boot, Mucka am Großen. Ja, aber wieso waren hier vorne Zombies? Das ist das, was mich wundert. Ich frag mich, warum die nicht hinterher rennen. Ja, damit. Ja, das ist besser, die laufen dir hinterher, als dass die alleine rumlaufen wegen Kommunikation. Okay. Vielleicht ist einer oben hinter uns gewesen. Perry, du passt hinter uns auch ein bisschen auf, ja? Versuch's, ja. Ich geh links auf das Industrial-Gebäude. Ah, eigentlich sollte einer sein, aber
Ich glaube, der ist im Military entweder. Ich glaube, in einer der roten Hallen oben oder so. Vielleicht hat sich auch einer ausgelockt oder so eben. In den roten Hallen? Nee, ich war schon da oben. War schon da oben. Aber da waren die meisten, also da waren viel zu viele Zombies. Ja, die. Du rennst gerade am Baustellengebäude, ne? Ja, ja, ich bin da unten, ich gehe da jetzt rein. Komm mal mit mir zu den Baracken. Bitte. Ich gehe oben auf das Dingsgebäude, ne? Ich hoffe, du redest mit den anderen. Ja, ich hab mit denen geredet. Ja, okay. Random sagt, da war ein Spieler bei der Brücke im Wald. Bei der Brücke im Wald? Hä? Wo war das denn? Keiner. Ich hab da gerade schon die ganze Zeit hingeguckt, der kann keiner sein. Wo ist der immer gestorben? An den Baracken? An den Baracken ist der immer gestorben. Vor der Baracke. Okay, einer geht mal bitte nach rechts, einer links und ich gehe hier von hinten rein. Hier sind auch keine Zombies mehr. Aber welche Brücke meint der Perry? Hast du da eine Brücke gesehen? Die hinten, ja. Die linke. Also hinter dem ganz rechten großen Gebäude. Da ist noch eine Brücke. Ich glaube immer noch, dass irgendwo bei Perry da ein Zombie ein Spieler ist. Ist weil die Zombies, da waren so viele. Dann wäre ich schon tot. Ne, ich meine da an den roten Häusern, weißt du? Hier ist kein. Da ist ja gerade eine gestorben, aber es kam auch kein Death Message. Ist irgendjemand frei? Auf dem Kran ist auch keiner. Da sind immer noch Zombies. Doch, da muss irgendwo einer sein, Perry. Vielleicht auch im Wasser, vielleicht ist er nach unten geschwommen, gehüpft. Nee. Hier ist nicht. Schaust du die Schule eben durch? Ja, da geht man in die Richtung. Also ich bin immer noch auf dem Industrial. Hier sind aber auch keine Zombies auf der Seite. Ja, die wollten jetzt Richtung Schule gehen. Geht mit denen. Hinten ist noch so ein mega komisches Gebiet. Militärgebiet. Ich komme nochmal zu Perry. Ich guck mir okay. Um. Weil ich glaube, der ist in einer der roten Hallen. Naja, da war aber dann ich sehen. War da ja drin. War in beiden? Auch ganz oben, in beiden, ja. Da war keiner. Das sind zu bei viele. Mir? Bei dir? Am Auto. Bin tot. Am Auto, Perry ist tot. Rush schnell hin. Genau das meine ich, da muss ja nicht irgendeiner gewesen sein. Hab den auch angeschossen. Wo war der genau? Direkt am Auto? Direkt am Auto, ja, ja. Also glaubst du, nimmt er das Auto, ne? Wahrscheinlich. Wenn er schlau ist, ja. Komm, beeile. Ich lauf hoch. Eventuell lootet War Survivor oder Hero Level 1, blaue Kleidung, Cappy. Wisst ihr, wie der hieß? Ich hab den Namen nicht gesehen, ich hab nur gesehen, Safari was der. Hab ich nicht gesehen, also ich zumindest nicht. Und, stand das Auto immer noch genau da? Ja, ja, oben am Sandberg, bei der Scheune. Der ist, glaub ich, noch nicht weggefahren, ich hab keine Wolke gesehen. Mucka, du rennst gerade den Wald hoch, ne? Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich lootet er mich. Oder ist ohnmächtig. Hier liegt einer. Das Auto ist schon Auto weg, ist oder? Weg, Auto ist weg. Hm. Na, war halt schlau. Na, von den Zombies, der musste da gestanden haben. Ich sehe aber nicht, wohin der Weg ist. Fuck it, man. Etwas unlucky. Unlucky, aber wir haben deine Leiche. Alles okay. Der konnte dich, glaube ich, nicht gelootet haben. Dafür hatte der keine Zeit. Hatte der Typ unten was dabei? Nee, da war nur eine Bison. Aber von wo aus kam der? Der muss einfach aus den roten Hallen gekommen sein.
Open Patrick. Ist Patrick größer als mein Rucksack? Ja, ne? Weiß es nicht. Das wäre nicht gut. Ja, der ist echt größer. Bleibt mal eben bitte, lenkt mal die Zombies weiterhin ab. Bitte nicht zu mir. Mach ich? Also das war gerade, also ich bin da gerade nicht hergerannt. Habt ihr eigentlich alle in die Scheune gelockt? Mal den Patrick und dann packe ich alle Sachen ein. Oh, hier sind so viele Zombies. Ich nehme mal Perrys Waffe mit. Das war wirklich mega unlucky, Mann. Weil es war jetzt so ein richtig weiter Weg bis zum Auto.